So, da sind wir wieder. Ja, ihr seht, es gab einen Cut. Ja, es war nicht am Phoenix-Tor gewesen tatsächlich. Ich habe jetzt circa eine halbe Stunde lang bin ich hier durch Rosaria rumgerannt. Ich bin erstmal hier lang gelaufen halt, ne? Das wisst ihr halt, ne? Dann bin ich hier runter, habe versucht irgendwie in Rosaria reinzukommen, war ich hier bei Port Isolde noch halt, ne? Und dann dachte ich mir, ja komm, dann fang mal von Eastpool an. Vielleicht ist Eastpool ja auch eine Ruine oder sowas halt, nicht? Dann bin ich hier halt einfach runtergelaufen. Bin halt hier nach Cressida. Und hier ist der tatsächlich. Da sitzt der Dude, oder beziehungsweise steht der Dude und wartet hier auf uns. Wir kümmern uns jetzt um ihn. Wir behalten im Hinterkopf, er ist ein S-Rank. Also es könnte jetzt ein bisschen herausfordernder werden. So, legen wir los. So. Ready, steady, go. Das ist das Vieh, das auch in den Ruinen war, glaube ich, ne? Also ich meine nicht in Ruinen, im Phoenix dort drin. Atlas. So. Hier scheint aber doch noch recht lebendig zu sein. Auf geht's. Definitiv. Das klingt der Typ. Er ist seine Größe echt flink. Auch mit dir. Wo ist er? Daneben. Jetzt, Torgal! Bitte!
Oh, Alter, was eine Reichweite. Schlechte Reichweite hat die Faust. Down. Schön, haben wir jetzt alle geschafft. Das freut mich sehr. Ja, ich musste ein bisschen rumsuchen. Wir haben 20.000 Gil. Alter, Faller. So, und Stufe auch gleich höher. Wir haben auf jeden Fall einen Batzen FP-Punkte auch jetzt. Müssen wir gucken gleich, wo wir die verteilen. So, und wir haben Orihalkum. Oh. Ich glaube, Orihalkum war bei Final Fantasy immer ein sehr seltenes Material. Und gute Nacht. Ja, schlaf schön. Gut. Freut mich. Hätten wir das hinter uns. Freut mich sehr. So, dann gehen wir zurück zum Versteck. Und sprechen mal mit dem guten Otto, ne? Ach ja, wunderbar. Was ist aus Kupka geworden? Und ich meine, wir haben jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen was, ja, Geschenkmäßiges von unseren Fans. Haben jetzt ein paar Ruhmpunkte bekommen, ne? An den Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Nun, das ist nicht überraschend. Willkommen beim Stillen Stifter. Hallo. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Aber sowas von. Zeig meiner Dankbarkeit. So, was haben wir? Dornmuschelschale, Fertigkeitspunkte 800. Nice. Und Wüstenrosen. Bitteschön. Dankeschön. So. Gut. Medaillon des Hohen Priesters und Meteorstein, zwei Stück. War's das? So, ja, wir spielen jetzt die Story weiter. Wir haben so aktuell nichts Neues. Nachricht, ich denke mal, wir schalten gleich neue Waffen frei und neue Ausrüstung. Dann können wir auch direkt gleich zu Schledon gehen, wenn wir mit Otto gesprochen haben, ne? Clive, du bist zurück. Bin ich. Heute sogar mit einer guten Nachricht. Hugo Kupka ist besiegt. Das ist ja... All unsere Kameraden, die es damals nicht geschafft haben,
lächeln dir gerade von oben zu. Wir haben schon durch Lubos Stolas von Drachenfangs Ende gehört. Ich schätze, das war auch dein Werk, oder? Ist eine lange Geschichte. Bestimmt eine für die Geschichtsbücher. Willkommen zurück. Endlich zu Hause. Jill auch sehr sexy mit ihrem neuen Outfit. Geht's dir besser? Viel besser. Und deswegen werde ich von jetzt an wieder mit dir gehen. Ob du willst oder nicht. Aber natürlich. Otto. Gab es Neuigkeiten von den Valutern, während ich weg war? Solltest du nicht die Füße hochlegen? Na, wenn du es wirklich wissen willst, dann geh und rede mit Vivien. Danke. Mach ich. So, Jill kämpft wieder mit uns. Finde ich sehr cool. Ja, gut. Ich glaube, ausrüstungstechnisch haben wir nichts Neues, ne? Elskeil haben wir immer noch. Gut, das der Drachentöterin und Armreif der Drachentöterin, okay. Das ist alles beim Alten geblieben. Metias Fesseln, die waren schlechter, okay. So. Fertigkeit. Wir haben jetzt dutzendweise Fertigkeitspunkte. Können wir ein bisschen was verbessern hier? Vergessen kann ich den nicht, ne? Nee, ich meine verlernen. Okay. Ja, wir können uns jetzt ordentlich hier was gönnen. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Der Skill von Ifrit. Nee, das ist das nicht. Das Irrlicht, genau. Den haben wir schon auf maximal. Okay. Gut. Boah, Nase juckt. Boah. So. Den Punch, den würde ich gerne noch verbessern. Was ich bei dem Punch jetzt bis jetzt nicht verstanden habe, muss ich in einem roten Bereich abstoppen? Oder in dem gelben Bereich? Weil jetzt laut dem Bild da hat er bis zum gelben gewartet. Achso, wenn ich im roten Bereich abstoppe, macht er so ein Combo. Wenn ich im gelben abstoppe, dann macht er, glaube ich, einen härteren Schlag. Okay, das ist gut zu wissen, weil ich glaube, das macht mehr Sinn bei Bossen. Mit dem Schlag drauf zu hauen. So, verbessern wir den mal. Gucken, ob sich da irgendwas geändert hat. Ne, sieht alles noch beim Alten aus. Okay. Dann wäre das erstmal das hier. Den Angriff würde ich auch gerne verbessern. Auch ein sehr, sehr schöner Skill. So, die ultimativen Skills, soll ich die verbessern, soll ich die nicht verbessern? Das ist jetzt die Frage. Das sind an sich auch sehr, sehr coole Skills. Aber ich verbessere erstmal die Lore-Schwinge. So, und jetzt reicht das, glaube ich, für's. Ah doch, es reicht immer noch aus. Ne, für den reicht es nicht aus. Der ist halt auf jeden Fall dafür da, um den Gegner schnell zu stunnen. Eigentlich sehr praktisch für Bossgegner auch. Und der ist halt purer Damage, ne? Gut. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal den hier. So, wir können ihn noch einmal verbessern. Ui. Okay. Ja, alles klar. So, dann auf nach Vivien. Ich habe jetzt alles soweit fertig, ne? Über die Abenteuer von Nektar. Ich habe eine tolle Geschichte für dich, Kupo. Clive. Weißt du, vor langer Zeit reiste... Die Inseln der Eisernen?
Eisen, in unserer Sprache nennen wir sie die Öfenkupper und die Meeresengel, die... Das geht mir viel zu schnell. Jedenfalls reiste ich entlang der dalmatischen Küste, als ich in die Ferne heller Lichter. Ich dachte, vielleicht sehe ich dort tatsächlich riesige glühende Schmier. Okay. Lest mal für euch selber. Wie gesagt, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. So, ja, alle besiegt. Wir haben unseren ersten S-Rang besiegt. Unglaublich. Und so krass war der jetzt nicht. Ich habe den jetzt viel schlimmer erwartet. Ich dachte, der hat irgendwas drauf, so was uns so ein bisschen im Nachteil bringt. Ah, der siegreiche Held kehrt zurück. Und er hat kaum einen Kratzer. Ein, zwei Schrammen habe ich schon. Nun, da du gleich zu mir kommst, anstatt Tayas Dienste in Anspruch zu nehmen, gehe ich davon aus, dass du noch etwas anderes hast. Eine Spur. Und zwar von Valutan. Ganz genau. Aber welche Pläne Kupka auch mit ihnen ausheckte, er nahm sie mit ins Grab. Wie auch seine Männer. Getötet von orkischen Eindringlingen. Orks, Vivian. In Sturm hat man noch nie welche gesehen. Die Valuta müssen sie hergebracht haben, aber wozu? Warum retten sie erst Kupka, erobern dann sein Zuhause, den Mutterkristall eines Verbündeten und lassen beide fallen? Ich versteh's nicht. Kennst du die Geschichte vom Blinden und der Adamantaimai? Man lässt sich leicht in die Irre führen, wenn man sich zu sehr auf kleine Einzelheiten konzentriert. Man muss das Gesamtbild im Auge behalten. Und was zeigt das Gesamtbild besser als meine Karte? Ich frage mich immer, wo sie mal ihre Infos herkriegt. Die ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, die weiß das immer Bescheid. Das Königreich von Valut hat ganz Ashra fest in seiner Hand. Barnabas Tham, Odins Dominus, hat sein Reich durch Blut geeint und behauptet. Der Unabhängigkeitskrieg von Kanva 849, der Krieg der zwei Welten 865, die Schlacht auf der Belenus-Höhe 873. An welcher Front die königlichen Truppen auch kämpften, Odin war stets an ihrer Seite zu finden. Jüngst erweckt der König der Kriege jedoch den Anschein, sein Schwert niedergelegt zu haben. Denn obwohl die Schlacht um das Kristalldominium tobt, ist noch kein einziges Valuta-Schiff seinen dalmekischen Verbündeten zur Hilfe geeilt. All das, während die Fäule ungebremst Ashras Boden verschlingt. Und doch zeigt das sonst so kriegslustige Valut kein Interesse, sich noch fruchtbares Land zu sichern. Wozu dann aber der Aufwand, eine Horde Orks zum Herzen von Drachenfang zu schiffen? Und das, ohne auch nur zu versuchen, den Mutterkristall für sich zu erobern. An einem Mangel an militärischer Macht kann es nicht liegen. Tams Heer ist beispiellos. Nein, es muss mehr dahinter stecken. Denn eines steht fest. Odin wird wieder reiten. Fragt sich nur wann. Wen werden seine Hufe unter sich begraben, wenn es soweit ist? Kurz gesagt, ich weiß nicht, warum Valut Kupka hintergangen hat. Jedoch war es sicherlich Teil eines größeren Plans. Zur Verwirklichung der Ambitionen eines Mannes. König Barnabas. Aber es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Um einer Krankheit beizukommen, muss man zuerst ihre Symptome bestimmen. Glücklicherweise hat dein Onkel angeboten, genau das zu tun, indem er die Valuta im Auge behält. Mein Onkel legt sich wirklich ins Zeug. In der Tat. Wir können im Moment nichts tun, als auf seine Berichte zu warten. Nur, du hättest schon eine Aufgabe. Du musst deine Kameraden wissen lassen, dass ihre Toten gerecht wurden. Hugo Kupka ist tot. Die Wunden jener Nacht klaffen noch immer. Besonders bei denen, die Sid schon lange kannten. Vielleicht können diese Wunden endlich beginnen zu heilen. Sieh es als Gebühr für die heutige Lektion. Seit wann bist du denn so empfindsam? Was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und wir sind allesamt in Wahrheit empfindsame Wesen. Das sind wir wohl. Also gut. Ich gehe und sage es ihnen.
So, jetzt haben wir überall Neuigkeiten. Okay, gut. Ja, sagen wir jetzt Vivian auch nochmal. Bist du für einen meiner Vorträge hier? Über Hugo Kupka. Kupka und Drachenfang waren das Fundament, auf dem die Republik stand. Nun sind beide zu Staub zerfallen und Dalmekias Sturz ins Chaos steht bevor. Die Minister werden sich jedenfalls nicht um die Trümmer ihrer Nation sorgen. Diese Männer scheren sich nicht um ihr Volk, nur um ihre eigene Sicherheit und Interessen. Also bleibt nur ein Mann, der Dalmekia noch retten kann. Der ehemalige Feldmarschall Eugen Havel. Wenn jemand das Ruder noch herumreißen kann, dann er. Wer ist das denn? Doch wie lange noch, bis auch er in der reißenden Flut aus Wut und Habgier untergeht? Okay. Womit kann ich dir heute helfen? Es ist wichtig, seinen Platz in der Welt genau zu kennen. So, der Krieg geht noch weiter. Die haben noch Waffenstillstand, aber bald wird Bahamut den Waffenstillstand ja beenden, ne? Denke ich mal. Zumindest wollte der Kaiser das so. Ob er sich dran halten wird, ist halt abzuwarten. Mal gucken. Wir haben hier noch einen Ort. Drachenauge. Hatten wir denn schon gehabt? Ich glaube nicht, ne? Nördliche Gebiete. In den nördlichen Gebieten waren wir noch gar nicht. Wir waren jetzt überwiegend im Kaiserreich. Jetzt waren wir auch in Dalmekia gewesen. Alt Kanva. Ja, gut. Mal sehen. Kümmern wir uns jetzt um Drachenschweif? Doch, Drachenauge ist schon weg. Weil er leuchtet nicht mehr so, das Symbol. Gut, wir haben nur noch zwei Mutterkristalle übrig. Das hier? Straße von Ota, achso. Drachengrad, okay. Gut. Dann verkünden wir mal die frohe Kunde über Kupkas Untergang. Worauf alle so empecht sind, ne? Hallo Jill, da wartet sie schon. Gut, dass du wieder da bist. Ja. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ach Quatsch. Der hätte mir nichts gegönnt. So. Gehen wir erstmal zum Archiv. Hallo, mein Freund. Kupka ist dead. Ah, Clive. Verlangt es euch nach dem Geschenk des Wissens? Nein. Heute teile ich meines. Hugo Kupka ist tot. Er ist... Oh, ist das wirklich wahr? Guck, er heult ja. Wirklich, er hat Pipi in den Augen. Aus gutem Grund, ihr zwei. Das sind Freudentränen. Wir müssen es euren Eltern im Himmel sagen, damit sie mit uns weinen können. Kein Unterricht heute, nur Frohsinn und Danksagung. Los, weg mit den Sachen. Was, echt? Spitze! Endlich! Ein Neuanfang für uns. Genau. Ich danke euch. Bitte lasst mich es den anderen sagen. Hippokrates. Nach Kupkas Tod erschien mir Ultima. Ich muss wissen, was er ist. Wisst ihr etwas? Irgendwas? Leider nein. Und ich habe es wirklich versucht. Beinahe jede alte Schrift in unserer Sammlung habe ich gewälzt. Ohne Ergebnis. Nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas absichtlich verschleiert wurde. Alles deutet darauf hin, dass eine solche Kreatur niemals existiert hat. Aber es gibt ihn. Ich habe ihn gesehen. Das bezweifle ich nicht. Trotzdem scheint es, dass außer euch niemand von ihm weiß. Anderen zeigt er sich nicht. Nur seinen Einfluss, den sehen wir gewiss. Wie eine schreckliche Naturgewalt für Sterbliche nicht zu begreifen. Eine Naturgewalt? Ob dieses Wesen, das ihr saht,
wirklich Ultima war oder eine Manifestation seiner Macht, weiß ich nicht. Aber bis ich das weiß, werde ich meine Forschungen weiterführen. Danke. Vielen Dank. Okay. Wir wissen immer noch nichts über ihn. Aber ich glaube, das finden wir bald raus. So. Dann weiß er schon mal Bescheid. Der Herr. Gut, dann einmal zu der Händlerin. Und einmal zu Schledorn. Musik. Die Sonne scheint vom Berge, erhellt das dunkle Tal. Willkommen sei der Morgen und möge sein Licht erstrahlen. Sehr gut. Wunderbar. Unser Meisterbade hier. So, da ist der gute Gav. Schlecht für einen Knilch aus den kaiserlichen Kasernen. Sith zu verdanken. Bestimmt sehen sie jetzt auf uns herab und freuen sich. Dann freue ich mich auch. Ah, das sind die beiden Kinder, ne? Ich mich auch. Danke, Sith. Bitte. So, Charon. Na? El Caron. Da schaut aber jemand zufrieden drein. Sind die Gerüchte also wahr? Dir entgeht auch gar nichts, Caron. Es stimmt. Kupka ist tot. Ein paar Sorgenfalten weniger also. Gut. Ich habe noch genug andere. Werd nicht übermütig. Okay, das ging schnell. Was ist denn? Hast du was Neues? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Verstärker, okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine neue Waffe. Und die gönnen wir uns auch. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 177.000, ui. Ich hoffe, du hast es passend. Ja, rüsten wir auch direkt aus. So, weiter. Neue Accessoires gibt's nicht, ne? Ne, keine, die es wert sind tatsächlich, okay. Ja, gut. Und den habe ich mehr als genug hier. Meteorstein habe ich auch ziemlich viele, ne? Okay. Fertig? Aha. Ui, ein Säbel haben wir jetzt. Der ist so an der Spitze so ein bisschen abgekrümmt, ne? Hey, Götz. Willkommen zurück, Clive. Ich hatte gehofft, dass du schnell zurückkommst. Und der gute Schledorn. Schledorn. Hast du kurz Zeit? Was ist denn? Hab zu tun. Ich wollte dir nur sagen, Hugo Kupka ist tot. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon auf diese Nachricht warte. Die Zeit ist reif. Oder? Ein neuer Anfang. Mit einem neuen Sith. Ich werde ihm Ehre machen. Gut. Mal sehen, ob Otto noch was für mich hat. Ja, es ist schon unglaublich, ne? Wie viele sich über den Tod von jemandem freuen. Clive? Schledorn? Was willst du? Ich will meinen Verstärker verstärken. So, und das sieht doch gut aus. Dann verstärken wir. Ne, Moment, das ist nicht herstellen. Das ist nicht verstärken, das ist herstellen. Seidenschärpe. Was haben wir denn gerade an? Wir haben gerade Gurt der Drachentöterin. Okay, das ist aktuell besser. Oder? Ja, doch. Ich glaube, Seidenschärpe, wenn die auch plus 2 ist, wird die auch nicht viel besser. Muss man mal probieren. Theoretisch. So, Jägerarmbänder haben wir nicht. Diamantarmreif. Auch ein Witz im Vergleich zu unserem jetzigen. Gut.
Diamantenschwert. Okay, es gibt hier auf jeden Fall eine Waffe schon, die besser ist als die, die wir gerade haben. Aber dafür brauchen wir Diamantenschwert erstmal. Und wir brauchen Weißwürmknochen. Weißwürmknochen. Okay. So, dafür brauchen wir Gaias Zorn. Gut, auf jeden Fall verbessern wir den hier schon mal. Kannst mir später danken. So, und hier nochmal. Das muss erstmal reichen. So, ich warte auf das Diamantenschwert. Hier mal die Seitenschärpe. Ne, die ist nicht besser. Die hat nur mehr HP, aber deathmäßig ist sie nicht besser. Okay. Gut zu wissen. Diamantenarmreif ist auch nicht besser. Ist noch was? Nö. Danke fürs Zuhören. So, der Aretestein. Und zu Otto sollten wir jetzt nochmal gehen, ne? Aber wenn ich dir doch sage, ich hab's. Wie viele es freut, dass Hugo Kupka tot ist, das ist schon unglaublich. An den Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Du bist so rastlos, seit du zurück bist. Tja. Schickt Vivian dich durch die Gegend, oder was? Sowas in der Art. Ah, du sollst die frohe Kunde verbreiten. War das ihr Vorschlag? Ja. Und sie hatte recht. Die Leute sind alle erleichtert. Alle? Du warst doch noch gar nicht bei allen. Ein paar Kameraden am alten Versteck würden friedlicher ruhen, wenn sie von Kupkas Tod wüssten. Allen voran Sid. Du solltest zu ihm. Stimmt. Sollte ich. Und das werde ich. Gut. Frag auch mit. Vielleicht begleitet sie dich. Sie hämmert und schraubt von früh bis spät in ihrer Werkstatt rum. Als gäb's nichts anderes mehr. Keine Ahnung, wann sie überhaupt das letzte Mal am Grab ihres Vaters war. Ist gut. Ich frag sie mal.